Ey, Amigo, mach dein Bier für sie auf, okay? Ey, sonst kommt Papp, das sind die Stücke, also tot, okay? Ey, Oma, okay, ich muss auflegen, bis morgen. Baby, wo warst du denn? Fick dich! Warum denn? Was ist denn los, ja? Thomas! Thomas, Baby ist wieder da! Ich war nur zu, da wollte man mit mir Pornos drehen, Alter! Wie kommst du hier rein, hä? Durch Schlüsselloch! Durch Schlüsselloch, willst du mich verarschen? Wie hast du den PIN-Code rausgefunden? Ich hab runtergeladen aus Internet. Das kann ich auch, weißt du. Aber ihn sich zu merken, zum Beispiel mit einem Spickzettel, ist viel... Ach, Mola, ich hab ihn YouTube gestellt, Alter. Da kriegst du nicht mehr raus. Es geht nämlich nie wieder weg. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Erschreck mich bitte nicht, okay? Ich möchte dir was erzählen, komm. Komm. Weißt du, ich habe eine Krankheit. Mir kommen Pilze aus dem Marsch und ich kann nichts dagegen tun. Überall an meiner Brust juckt es. Und ich habe starken Haarbewuchs, sogar in den Augen, weißt du? Und in meinem Zorn habe ich einfach so, weil es mir Spaß gemacht hat, einen Angestellten getötet. Ich habe ihn mit dem Messer in die Hoden gestochen und ihn in das Meer geschmissen. Und ich wollte dich damit nur warnen, weißt du, weil... Wenn du mich ärgerst und mich anmachst, wird das mit dir auch passieren. Na und, das ist mir scheißegal. Ja? Ich weiß, aber weißt du, er hat es verdient, diese kleine Missgeburt. Ich habe ihn immer gewarnt, weißt du? Genau wie dich. Mich hast du noch nie gewarnt, du kleiner Spasti. Will die benutzen das so? Meinst du, ich sag Hurensohn? Na ja, ich weiß nicht. Meine Mutter, Liebling. Ich bin der Obstakler. Und ich möchte Ihnen 30-Euro-Scheine verkaufen. Ja. Was sagen Sie dazu? Wissen Sie, ich habe eine Geschichte rausgefunden. Von einem Rentner, der Kinder fickte. Habe ich sie Ihnen schon erzählt, hä? Sie ist so schön. Wissen Sie, ein Rentner fickte mehr Kinder. Okay? Dieses Land ist scheiße. Ich muss dem Land Birnen geben, dann wird Land wieder besser. Wissen Sie, diese Rentner fickte Kinder, bis sie starben und lachte sie danach aus. Ich kannte diesen Mann persönlich und habe ihm geholfen, verstehen Sie? Seitdem geht es mir besser als zuvor. Hä? Verstehen Sie nicht? Herr Admiral, ich habe Sie etwas gefragt, wenn Sie nicht gleich antworten. Okay, ich kann Ihnen noch Tomaten verkaufen, die ich Ihnen auflege. Aber was wollen Sie noch? Wissen Sie, dieser Rentner hat mir eine Karte geschickt. Und auf dieser Karte hier im Nahen Osten wurden diese Kinder vergewaltigt. Verstehen Sie? Das ist so eine Birne im Feld anbauen? Das ist Scheißland. Das. Und der Mann, der sie fickte, war ich. Verstehen Sie? Das hat nämlich niemand gewusst. Hier stehen meine Geheimnisse drin, okay? Ist das sage ich Ihnen. Kennen Sie schon meine private Hure Cinderella, auch genannt Barbie? Ja, ich muss Ihnen auch noch über die Zucchini erzählen, die ich zu Hause habe. Ja. Alles lecker, bisschen hart. Es ist eine sehr, sehr schöne Nutte. Was ist das da? Ja, wissen Sie, Sie können sie poppen, okay? Aber nur für 30 Euro maximal. Wissen Sie... Sie ist einfach erotisch, nicht wahr, Baby? Das ist Karl, mein Admiral. Hallo, wie geht's Ihnen, Mr. Karl? Du hast deine Alter, bitte, ich küsse ihn dir weg. War das schön, oder was? Wollen wir Freunde sein? Ich meine, richtig Freunde. Jedenfalls starben die Kinder, okay? Tschüss. So Freunde wie Zucchini und Tomaten. Na, Mädels? Ein Pisswasser für mich? Okay! Ha! So! Wer bist du eigentlich?
Hey, ich bin der größte Gangster, ja. Na Mädels, was geht ab, hä? Was ist das Thema? Also, es ging um die Bazooka, die ich zu Hause habe. Die ist voll geil. Damit bringe ich immer Leute um, wie gestern meine Frau. Mit der Bazooka habe ich gestern meinen Panzer, den ich zu Hause rumstehen habe, kaputt geschossen. Habe ich Ihnen schon mal eine Geschichte erzählt von einem Rentner, der immer Kinder fickte? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich muss sie Ihnen gerade mal erläutern, verstehen Sie? Ein Rentner hat fickte Kinder von Anfang an und schmiss sie in ein Flussloch und dachte sie aus. Pisswasser, das finde ich lecker. Verstehen Sie doch. Der Rentner fickte sie. Er fickte sie tot, okay? Wer ist denn das? Cool, sehe ich gut aus. Hallo. Schalt ihm dabei, die Kinder auszulachen. Keine Ahnung, wer das ist, Alter. Voll cool. Egal. Cool. Geil. Ich bin ein Spaßlos. Jedenfalls habe ich ihm dabei geholfen, wie schon gesagt. Ich habe gestern einen Gemüsehändler getroffen. Hey, darf ich mir deinen Bazooka mal ausleihen? Nö, die gehört mir, Mann. Nur ich darf Menschen töten damit. Ich bin nur ein richtig krasser ja Gangster. Voll gemein, ey. Habe ich ja schon eine Geschichte erzählt von einem Rentner, der die ganze Zeit Kinder fickt. Diese Geschichte kennen wir bereits, okay? Du musst sie uns nicht nochmal erzählen, ja? Mittlerweile wird es langweilig. Schnappt euch diese Missgeburt, okay?